Hallo, Freunde des Klemmbaustands. Hier ist Karlchen Klemmt und ich bin der Lukas. Karlchen ist diesmal nicht im Bild, weil wir sehen ihn nicht digital. Ich könnte höchstens reinzeichnen, aber dann, ja, das ist so krude. Egal. Wir gucken uns heute mal wieder einen Katalog an. Und zur Auswahl standen heute der aktuelle Katalog von September bis Dezember. Aber das ist relativ langweilig, weil es ist der genau selbe Katalog wie der August-Katalog. Nur mit hier und da vereinzelt ein paar neuen Sets, aber zu wenig, als dass es sich wirklich lohnen würde. Und dann mit der neuen Preisgestaltung. Aber ganz ehrlich, wir gucken uns sowieso nochmal den Katalog für das nächste Halbjahr an. Also für Januar bis Juni ja ist das für so egal aber ich wollte mal wieder was Altes ausgraben und jetzt ist die Wahl getroffen auf 2011 ich habe euch schon gezeigt was es 98 gab ich habe euch gezeigt was es 2002 oder 2003 gab und jetzt gucken wir uns mal 2011 an weil ich aus dem 2011er Katalog schon ein paar Sets habe und die ziemlich gut waren und wir uns einfach angucken was es halt früher so gab und da wollen wir gar nicht weiter wieder quasseln also es wird Vielleicht, ich weiß nicht, wie lange das Video sein wird, das werden wir dann einfach sehen. Ich verspreche, ich werde nicht eine halbe Stunde über Duplo reden. Aber mal gucken. Starten wir einfach mal gleich rein. Also hier Deckblatt mit Jago. ich glaube, das war die Anfangszeit. Wann sind die eigentlich rausgekommen? 2010, das heißt, oder? So Pima Daumen. Dann hier den Falken dann hier die Lego-Spiele, von denen ich ein paar habe. Hier, klassische Feuerwehrstation, und hier den legendären Unimog. Ähm, zu dem erzähle ich nachher noch mehr, den habe ich nämlich. Ähm, der ist wirklich richtig, ja, richtig gut. Der ist richtig gut. Den mag ich sehr gerne. Ja, so. Ganz ehrlich, ist das mit zu viel Text, das lese ich euch nicht vor. Aber ich pausiere das einfach, oder ihr könnt es halt pausieren, ihr könnt es selber durchlesen hier diese, ja, Tests oder Siegel quasi, Zertifikate, die man so nehmen kann, die man so nehmen kann. Ja, mich überzeuge sie nicht, wenn irgendwie die also, ja, Leo, bestes Produkt überhaupt. Und dann ein überteuertes Spielzeug, also dann auch wirklich an der Lego-Welt überteuertes Spielzeug. Ja, okay. Okay. Naja auch äh, Club, dann Duplo, ach, keine Ahnung was. Hier ganz entspannt die ganzen Sachen von Duplo, also man sieht schon, über Drittel ist nur mit Duplo, da waschen wir jetzt einfach mal durch. Aber erstmal die Spiele, ähm, eigentlich eine ganz coole Idee, ich hab, ich hab zwar ein paar in Ansätzen, aber mir fehlen dann die Anleitungen und die Regeln, ähm, sehen stellenweise echt cool aus, aber vor allem die Würfel sind cool, weil ich auch gerade selber so, auch wenn Mutan nicht so wirklich aktiv, ja, ich arbeite sel selber an einem Art Rollenspiel, also einem Pen und Brick Spiel im Lego mit Lego Steinen. Aber da bin ich noch in der frühen Anfangsphase, da muss noch echt viel passieren. Bis ich da was echt zeigen kann. Ich habe ja ein Video, wo ich so ein bisschen was vorgestellt habe, so, so ein paar grundsätzliche Sachen. Aber nichts Großartiges. Also, ja. Nein, jedenfalls hier gibt es lustige Würfel und lustige Spielchen zu überschaubaren Preisen. Wo auch natürlich ähm, viele Teile dabei sind, die, ganz, die man ganz gut gebrauchen kann. Hier wie zum Beispiel hier die Schätze und so weiter. Ja, vielleicht gucke ich mal, ob ich ein paar davon aufgetrieben bekomme. Naja. so hier geht's noch weiter. Hier, hier guck mal Traum, goldene Plättchen als Münzen, geil, kann man für Moxen verwenden. Dann hier Kristalle und Diamanten und toll, tolle Sachen. Oh hier für Bananenliebhaber den Affenbaum. Und er ja, ist ein Mikro bisschen im Weg. Mm. Sieht auf jeden Fall alles in der Hand aus und diese Würfel sehen halt lustig aus, weil die man doch selber äh, sich überlegen kann, was man darauf hauen kann. Mir fehlt allerdings mal so, so ein Würfel mit so richtigen ähm, Augenzahlen Augenzahlenflächen quasi. Naja. So. Ihr Heroiker, davon habe ich, ich glaube, ich habe ich zwei Spiele in einem Sammelsurium mal. So ein Fundus mal bekommen. Allerdings nicht vollständig, da bin ich überlegen, es, es müsste, glaube ich, das gewesen sein. Ja, und entweder das doppelt oder das hier und das hier, aber ich komme es echt nicht mehr zusammen. Da habe keine Ahnung, was da, was da dabei war. Auf jeden Fall, ich hatte zwei Würfel. Von denen. Also halt die, also so, solche Würfel, die so aussahen. Naja aber bestimmt interessant wahrscheinlich auch ganz spannend ja also sowas in der Art plan ich halt nur etwas komplexer also ein bisschen komplexer ähm, da könnt ihr auch auf meinem Blog ein bisschen was dazu lesen was ich mir da gedacht habe der ist ja immer in den Videos äh, verlinkt ja Duplo ich glaube, da müssen wir nicht wirklich was erzählen. Also ähm, ich habe mal in den Statistiken geguckt zum Kanal. Ihr seid echt nicht die Gruppe für Duplos, sein. ihr seid jetzt ähm, ähm, Eltern. Aber das bezweifle ich so ein bisschen. Oder vielleicht sind ein paar, ein paar, äh, sind ein paar Eltern mit dabei. Aber ich glaube, äh, Duplos hat ja Krankenhaus, mit Light and Sound. Also wir waschen jetzt wirklich durch, weil Duplo ist echt nicht meins. Ich hatte es auch als Kind nicht wirklich. Also wir hatten vielleicht ein paar Sachen, irgendwie so eine Bausteinbox. Aber wir hatten nicht viel Duplo. Echt nicht viel Duplo. Ja, hier, Fahrzeuge und Tauen und weiß der geil was. Bauernhof, klassische Themen mit Pferdetransporter und mit... Farmtieren, Baustelle, Züge, tolle Themen. Nicht meins, aber tolle Themen. Und guckt euch mal die Preise an. Wir haben doch auch aktuell auch noch mal eine Bau, irgendwie so eine Baustelle am Markt und hier hier 60 Euro für so ein Radlader, einen Kran und hier so einen Mischer mit hier so einer Baustellenkonstruktion. Ist doch der Hammer! Das Ding, was wir im Angebot haben, momentan, das kostet wie 120, was wir, was wir haben. Und es hat nicht viel mehr. Das ist doch ja mal eine Ansage. Weil also die Preise sind generell tief entspannt. Ab mit dir Zoopark. Cool. Guck mal, ein Krokodil. Ich man eine Schwäche für Schuppentiere. Also für Krokodile und Parane. Sehr entspanntes Sitz. Und dann hier nochmal Feuerwehr mit Light und Sound und dann nochmal ein Flugzeug. Oder nochmal ein bisschen Lizenz gucken. Winnie poo Das war noch vor meiner Zeit, glaube ich. Gut, ich bin auch nicht so wirklich alt, aber. Ist noch vor meiner Zeit gewesen. Ich habe von Winnie Pooh nicht wirklich mitbekommen. Dann weiter Lizenz. Cars, gut kann man machen. Kommt wahrscheinlich schon gut an. Gibt's ja auch im teilweise immer noch. Aber ich, gut, ich habe den ersten Cars-Film geguckt. Aber, fand ganz lustig, aber jetzt nicht so, wo ich denke, okay, okay davon brauchen wir unbedingt nochmal eine Fortsetzung. Aber, ja, wie viele Cars-Filme gibt's? Zwei oder drei? Ich hab keine Ahnung. Umdrehen. So, pick a brick. Lego zubehör, exklusive sets haben wir. Eigentlich die geilsten Sets sind die exklusiven Sets mittlerweile. Hier Design bei mir, dafür gibt es jetzt Ideas und sonst was. Hier noch klassische Boxen mit duplo Klassische Bauplatten für Duplo. Und hier diese den Kästen, die man eigentlich nicht so wirklich braucht. Hier, Klassik. Hier, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Hier, Reifen, Räder, Dachziegel, Türen und Fenster. Was gibt's heute? Gerusche. Hier, Grundbausteine. 650 Grundbausteine für 22,99 Euro. Und hier, da ist kein Pink dabei, kein Flieder, kein sonstiges. Das ist einfach ganz normale, sinnvolle, schöne, gute Farben. 650 Stück. Das ist doch genial. Und die, diese Boxen, die einfach eigentlich nur immer nur, nur blöd im Weg rumstehen, die gibt's immer noch, oder gibt's die heute noch? Ein Teil, aber ich. Ich habe den aktuellen Katalog gerade nicht zur Hand. Äh, die Bauplatten die sind auch teurer geworden. Und hier noch so ein bisschen Geruschel. geruschel was man eigentlich nie so wirklich braucht. Aber naja. So. SpongeBob hat mich nie interessiert. Bin ich nicht so der, die Zielgruppe für. Und dann hier Crater 3 in 1. Hier so. Das, ja, das ist schon echt geil. Wo man den draus bauen kann, aus den draus bauen, den draus bauen, aus dem einzigen selben Set. Das ist schon Das ist Daniel. Leuchtturm, Haus, Häuser, richtige Häuser mit rundum ähm, verkleidet quasi. Ja. Kann man machen. Ja, ein cooler Fighterjet. Autotransporter. Hier dann dieses geile Ding mit, mit einer Winde, mit Lenkung. Mit hier. Hier, automatische Winde, Zahlwinde. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Und hier Cabrio. Das ist eine schicke Seite. Die macht mir Spaß. Also, ich muss gleichzeitig sagen: 2011 war man Dark Ages. Da habe ich kein Lego mehr gekauft. Das habe ich erst wieder mit, 2000, mit 2015 angefangen. Mit Technik vermehrt. Und hier City Guck oh, großes Containerschiff, also hat, naja, nicht Containerschiff, aber Mit äh, Shitgut und so weiter ähm, Ramponade, Schnellboot Und hier, Bo Boot schwimmt, Boot schwimmt, Boot schwimmt, Schiff schwimmt Ach oh, cool Richtig toller Badewein Spaß. hier mit dem Haichen. Denn hier haben wir auch... Ähm, mit der Artemis-Mission haben wir aktuell ein paar Raumfahrtsets. Ah, hier Raketenstationen mit Space Shuttle bis dem Orbiter. So eine Minirampe, hier so ein Buggy. Ist auch putzig. Und hier so ein kleines Stadtviertelchen. Ich meine, das hat ungefähr so viel Spielspaß wahrscheinlich wie das, dieses Stadtleben, was wir aktuell haben, nur kostet nur eine Hälfte ungefähr. Ja, es Lego. Polizei, ich muss sagen, ich war nie der Fan von Lego Polizei. Ja, das ist nicht meins. Deshalb war mein Bruder auch schon mit Lego durch. Ich weiß es nicht genau, ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Feuerwehr, die haben wir auf dem Deckblatt gesehen. Dann Feuerwehr ist schon ein bisschen näher meins. Aber ist auch nicht so wirklich viel zu sehen. Naja. könnt ihr euch ja die Seite angucken. Züge haben wir aktuell auch, die sind auch gleichbleibend teuer. Hier haben mit 9 Volt Power Functions mit so einer Fernbedienung. Jetzt ist es ja nur noch, ist das eigentlich mit App-Steuerung alles nur noch oder gibt es noch eine, eine, eine Fernsteuerung aktuell? Naja. So. Ich merke, ich bin so ein bisschen bräsig, weil ich gerade eine Riesenportion Chili... Na gut. Es war kein Chili, weil kein Chili drin war. Es war eigentlich eine Tomatensuppe mit Gemüseanlage. Aber es war lecker. Und macht satt. Ich bin jetzt voll gefressen und dementsprechend so ein bisschen neben der Spur. Also, ja. Hier ja, Flugzeuge, ganz viel mit Formteilen. Aber auch so Riesenklopper. Ja. Ich hab schon angefangen mit den dusseligen Sachen, das ist, ähm, gut, immer noch besser als das Zeug, was wir jetzt haben. Hier mit den Kurven und gerade Straßen, mit einer Kreuzung zusammen, nicht alles. Es gab die früher, ja, ganz früher, ja, ähm, es gab Packs mit nur Geraden, es gab Packs mit nur Kreuzung, es gab Packs mit nur T-Kreuzung und mit nur, nur, äh, Kurven. Das gibt's ja. Heute gibt es nicht mehr mal Kurven. Also... Besser als nichts. Besser als nichts. Oh. Oh. Diese Adventure-Serien. Oh. Die hätte ich gern gehabt, aber ich habe das nicht gepeilt, dass es die gab. Hiermit. Die waren... Die sind nicht so cool wie die... wie die... Hieß es ähm, Johnny Thunder aus den 90ern, aus späten, späten 90ern, frühen 2000ern. Aber die ist doch auch cool. Hier mit einer Pyramide, ich glaube, die hole ich mir nochmal über äh, Bricklink. Da hab ich Bock drauf. Dann hier abgefahrene Sachen, dann hier so mit so Sachen, die man sammeln konnte. Das ist doch cool. Da muss ich mir was holen vor allem, es gab noch diese fünf euro sets hier mit so einem vieh und dann hier mit so einem typen oder mit einem schatz toll toll da muss ich echt mal was holen das macht spaß hier Kingnips, bogen Oh, sorry, ich musste, hatte eine kurze Gain-Attacke. Hier mit einer großen Burg, mit einer kleinen Burg, mit einem Mühlendorf, mit einer, mit einer Festung, mit so einem Türmchen, ist doch prima. Hier, hier, was ist das mit Sieben Euro, sieben Euro ungefähr für so ein Katapultchen mit zwei Kicken Stimme wässern. So. Hier. Ja. Minifiguren, fünfte und vierter Serie. War nie meins, weil ich, weil ich mir dieses Tüten, äh, dieses Minifiguren-Gefummel nicht wirklich mochte und ich keine Lust habe, das ganze Zeug mal doppelt zu haben. Ich habe ja leider die Muppets verpasst. Das ärgert mich mal ein bisschen. Yes. Ja, aber nicht. Gutscheine. Okay, meinetwegen. Ihr Cast nochmal. mal ja, ist ein größerer Maßstab. Wer es mag, wer es mag. Meine Interesse ist es echt nicht. Obwohl ihr eigentlich ganz putzig aussehen. als sind große fette Formteile ich muss hier erstmal wieder gucken aber hier ganz lustig ist hier ein, ein Teil für Technik für eine Double Wishbone Federung verwendet wird um diesen Haken darzustellen um diesen Abschlepphaken darzustellen das ist ganz lustig Und hier so zwei Schimmreifen für diese acht. Ist auch ganz interessant. Ja. Wie geht es sogar weiter? Mit Agenten, keine Ahnung, was. Ich finde die ganz lustig, So ein bisschen Gesichter und so ein bisschen grimmig und ein bisschen lustig. Das ist lustig. Oh Gott, bin ich müde. Ah, sorry. Irgendwie habe ich jetzt ein paar Stunden früher mal. Jetzt ist es schon 10 Uhr durch. Ich bin früh aufgestanden heute am Samstag. Hätte ich mal ein bisschen früh machen sollen, aber dann ist mir so ein paar Sachen dazwischen gekommen. Naja, naja. Hier mit den Kreiseldingern, die es ja auch immer noch gibt. Dann hier Tempel und keine Ahnung, Vieh. was ist denn mit dir los? Ja, den finde ich ein bisschen teuer. 120. Hm. Na gut, das ist lang her. Das ist lang her. Noch mehr in den Jago, noch mal so ein Drachenvieh. Wobei der Drache für 20 ist eigentlich okay. Geht eigentlich. Festungen. Irgendwas. Man sieht halt, die sind halt im Vergleich zu den aktuellen Ninjago-Sachen nicht ganz so ausgefeilt und ausgereizt. Die heutigen sind ja irgendwie ein bisschen krasser drauf. Und haben auch mehr Sonderteile, mehr, mehr, mehr Formteile. Nicht, dass das nicht sowieso schon wahnsinnige Massen an Formteilen und Sonderteilen sind, aber. Heute ist es noch mal ein bisschen krasser. So, das war's schon mit Niago und jetzt lego.com eine mitunter etwas gruselige Seite. Aber ganz früher hat die mal schöne Spiele. Harry Potter gab es damals schon, gibt es heute immer noch. Mit zum so kleinen Hogwarts Express. Ich glaube, den habe ich auch in diesem Konvolut gehabt, der Fahrende Ritter. Da haben wir auch oh, aktuell dieses ähm, mit äh, Sirius und ähm, bla bla Aber hier noch diese diese großen Stöcke, diese Schlaghölzer als Zauberstäbe. Oder? Ganz putzig, gut. Heute ist es wahrscheinlich besser, wobei man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Hier, Spinne sieht aber nicht überzeugend aus, und das ist Geldicht. wieder so eine Unterwasserserie. Ich finde, die sind nicht so cool wie die abgefahrenen Sachen aus den 90ern. Gut, ich bin so Kind der 90er, Kind der späten 90er. Aber war, ist auch irgendwie cool mit so Atlantis, mit so abgefahrenen Fischwesen, mit so Unterwassersachen. Das ist schon ganz cool. Das ist echt schon ganz cool. Und wie gesagt, es gab halt früher im Bereich 5 bis, bis 15 Euro, 5 bis 20 Euro, echt super Sachen hier, zum Beispiel so ein Unterwassergleiter bis so, ein so eine Seeschlange oder hier. Also ich überall mit Schätzen. Das ist halt toll. Alien Quest ist halt eher so cartoonisch abgefahren, nicht so, nicht so was wie Classic Space oder die Sachen, die danach kamen. Gut, wäre wir haben auch abgefahren. Aber halt, irgendwie anders abgefahren. Das ist irgendwie, ich, ich weiß nicht. Ich finde das, ich fand die, diese Alien-Ufos aus den späten 90ern, fand ich dann irgendwie doch mal ein Stück, ein Stück geiler. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ganz cool hier, das Zeug. Oh, es hört gar nicht mehr auf mit geilen Sachen. Pirates of the Caribbean. Ah, wo man die ganzen Szenen aus den Filmen nachspielen kann. Hier aus dem vierten, den ich eigentlich ganz gut fand. Mit der Meerjungfrau und so weiter. Kitschig, aber. Schnulzig wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja. Hier auch Zeitfilm, aus Zeit, Das ist. Auch aus dem. Ist das ein vierter oder fünften Film? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Erster Film? Äh, vierter Film? ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Aber hier diese Namen kann man eigentlich nicht entziffern. Und hier noch die Queen Anne's Revenge. Ich hab keine Ahnung, wie das Schiff heißt. Dann ja, zum Videospiel, Lego-Spiel und so weiter. Ja. So, Waiters. Oder die Reste davon. Hier mit so kleinen kleinen Autochen und hier so Blasebalk ruftritt und dann verdüstert es davon. Ja. Okay. World Racers, Interessanten, abgefahrene Sachen. So ein bisschen auch Mischung aus Mad Max und Racers. Ja. Dann hier wieder Legoland. Giraffe. Und wir sind schon bei Star Wars. Wir sind schon bei Star Wars. Hier mit diesem Millennium Falcon. Ich glaube, den hat ein Freund von mir. Ähm... Den, ich hatte, es gab mal so, 2005, glaube ich. So glaub ich Gas war so eine kleinere Variante, für 30 Euro, für 35 Euro. Die habe ich, aber den hier habe ich nicht. Das war hier. Zwei Gangens, ich liebe Gangens. Ähm, <laughs> Kreuzigt mich, aber ich liebe Gangens. Oder mit hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Battle drüben. Ist eine Menge, das ist echt eine Menge. Dann hier noch Gemüse, hier, was ist, hier? nee, das ist hier, das da. Mit Evox. Cool, gut, der ist aber auch ein Set aktuell mit Evox, aber das ist echt teuer. Dann hier noch so ein V-Wing. Das ist doch super. Hier die pod Dann wieder Sachen, die ich nicht ganz kapiere. Ich habe keine Ahnung, was, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber hier, das kann Sachen. Und das kann bestimmt auch Sachen. Dann hier so ein Public Frig äh, Frigate aus dem ersten, aus der ersten Episode. Dann den Geonosian Starfighter und dann hier noch Zeug halt. Ja. Hier. weiter, Cooles Ding. Echt cooles Ding. Werden wir auch mal wieder bekommen, finde ich. Und dann hier Zeug. Sturmtruppen. Oder Snowtroopers. Dann hier Rebellen-Battlepacks. Gab es da ja früher auch schon. Landspeed, alles in einer normalen Größe. Und hier geht's weiter. Shuttle, Slave 1, ich habe ja immer noch, ich habe ja die, UCS Slave 1, die immer im Bild ist, wenn ich meine Videos mache, zumindest im Studio halt. Okay, im Zimmer. Dann hier ein tolles General, General Grievous Starfighter Dings. Den fand ich ganz cool. Clone Turbo Tank. Geil. Und hier nochmal Naboo Booster-Arbeiter. Und nochmal noch mehr Battle Packs. Hier Mandalorian Battle Packs, bevor es cool war. Clone Troopers Battle Pack. Ich glaube, das haben wir. Das habe ich. Das habe ich. Und dann hier Hero Factory, die Nachfolge nach, nach von Bionicles. Mit echt abgefahrenen Sachen, die ich auch nicht kapiere. Die auch irgendwie alle komisch aussehen. Mit hier den Bösen, die auch alle komisch aussehen. Hier, Leo Universe und Online-Spielen. Habe ich nie ausprobiert. Muss ich vielleicht mal machen. Das gibt's es ja immer noch. Und hier Technik. Der Unimog. So vom Legendenstatus, das, das war sozusagen der Arox, bevor es den Arox gab. Der war super. Der hat zwar nur um die 2000 Teile, aber das Ding ist riesig groß. Also, wenn du den in den, den Arox stellst, der wirkt der Arrox irgendwie, obwohl der mehr Teile hat, der wirkt irgendwie kleiner. Der, der, der Unimog wirkt einfach größer. Und der hatte verschiedene Funktionen. Der hatte hier, hier motorisiert die Winde. Der hatte hinten die. Die Drehung des Krans, äh, die Pumpe und was hatte er noch? Ähm, sieht man das irgendwie? Nee, sieht man nicht. Also er hatte hier das, hier das und dann mitlaufender Motor, dann geile äh, Suspension-Teile, Pumpe für drei, Motori drei motorisierte ähm, Problematikfunktionen. Mit drei Kolben, zwei normalen, also halt die kleinen alten. Und nochmal so ein ganz kleiner. Also, das war. Hu! Den habe ich mir lustigerweise gekauft. Das sieht man hier nur. Hier die Federn. Das sind die ganz harten Federn. Also, die ganz, ganz harten alten Federn. Die gibt's nur in zwei Sets und zwar hier dem Unimog und diesem Crawler, diesem, diesem Krabbelfi quasi also äh, von 2012 ähm, glaube ich. Da waren die drin. Ansonsten gab's die nicht und ich wollte die Teile haben, weil ich das für den Mock brauchte. Und dann da habe ich gesagt okay entweder holst du die Teile oder holst du gleich den Arrox den den Unimog da habe ich hier für weiß ich gar nicht 120 Geschossen gebraucht so im Dreh rum und da gut allein würden die Federelemente keine Ahnung 30 Euro kosten die vier Stück warum nicht gleich den Unimog kaufen So, da habe ich halt gemacht und so. War ich sehr zufrieden damit. War echt, ein, ist echt ein cooles Ding. Ähm, den zeige ich euch auch irgendwann mal. mussten nur wieder zusammen puzzeln. aber, äh ich bin ja noch bei der Leidig-Aufgabe beschäftigt, 70.000 Lego-Teile zu sortieren. Das dauert noch eine Weile. Das dauert noch eine Weile. Und dann kann ich das endlich wieder bauen. Ja, und dann hier Autotransporter, oder wie ein Tieflader, besser gesagt. Mit mit einer Winde, mit vollmotorisiert. Vollmotorisiert für 90 Euro. Das ist doch der Hammer. Ich überlege, ich bekomme wahrscheinlich zusammen von den Teilen her. Der wird dann halt nicht rot und gelb sein. Der hat da wahrscheinlich dann wahrscheinlich andere Farben, aber kann ich zusammenpusten. Also eigentlich alles auf der Seite. Eigentlich alles auf der Seite kann ich euch zeigen. Den habe ich euch gezeigt. Sowohl hier das A-Modell als auch das B-Modell. In den, den... Was war das? Telehändler. Den habe ich euch äh, äh, vorletzte Woche gezeigt. Ja, so. Hier, der war super genial. Der hat eine... Wahnwitzige witzige Gearbox hinten drin. Vier Motoren, zwei Farodempfänger, Batteriebox, Fernbedienung, sechs motorisierte Funktionen. Das Ding ist der absolute Mega-Hammer. Das Ding ist so unfassbar geil. Den zeige ich euch auch. Den, den kann ich bauen. Ich habe die Teile, ich habe die nicht in Gelb, da wird er halt Weiß oder sowas. Ich habe mal in Weiß nachgebaut. Der ist der Hammer. Das kann ich auch, es wird halt nicht Blau. Also ich kann, gut, hier dieses Teil habe ich nicht. Das kann ich, das müsste ich kaufen. Das habe ich nicht. Aber ich, ich, ich mache quasi jetzt ein neues Motto, so ein bisschen, so ein, so ein leichtes. Bau doch mal was mit den Teilen, die du schon hast. Diesen Spruch bekomme ich jedes Mal von meinem Vater zu hören, wenn er mitbekommt, ja, der Junge hat sich ein neues Lego-Set gekauft. Immer, bau doch mal was mit den Sachen, die du schon hast. Und er hat ja auch recht. Ich habe 100.000 Lego-Teile. Eigentlich soll ich auch mal was bauen damit. Naja. Naja. Aber ja, den kann ich. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Und hier den Kran kann. Gut, ich habe die Reifen, muss ich mal gucken. Dann muss ich andere Reifen draufschrauben. Könnte ich auch nachbauen. Den, da habe ich die, äh, oben die Teile nicht. Müsste ich mal gucken, ob ich dann Ersatz finde. Aber prinzipiell auch. Gut, hier habe ich die Reifen nicht. Das ist einfach. Ist einfach so. Ansonsten coole Sachen. Coole, coole Sachen. Kran. Ich glaube, den muss ich mir wirklich mal gebraucht holen. Entweder aus Teilen bauen, die ich schon habe, oder einfach gebraucht drauf, weil ich bin so ein Kran-Liebhaber. Ich habe ja auch schon auf meinem Kanal, ich habe, es gibt wirklich sechs Kran-Videos. Bei 42 Videos. Also, ja, ist schon ein bisschen proportional häufig. Oh nein, es gibt dieses Jahr noch ein Kran-Video. Mindestens ein Kran-Video. <laughs> so viel sei schon mal gesagt. Und hier, das hier ist wirklich eins meiner Lieblingssets. Es ist so ein unfassbar geiles Funktionsmonster. Sieben Kurbelfunktionen für 50 Euro. Wie geil ist das denn? Das ist der absolute Knaller. Da habe ich euch sowohl das A-Modell gezeigt, als auch das B-Modell. Das Ding ist der Hammer. Hier habe ich das A-Modell schon gezeigt. Da kommt das B-Modell auch irgendwann nochmal. Ja. Und ja. Mein NXT 2.0, da habe ich im Studium mal mit meinem Team quasi in der ersten Woche einen Wettbewerb gewonnen und habe dann ein T-Shirt gewonnen, für die Fachfakultät quasi. Schon ein ganz cooles Ding. Beim NXT muss ich mal sagen, der hat ja nur. Drei Ports von Motoren. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Fahrzeug bauen willst, dann hast du halt hier, wie hier zum Beispiel, dann hast du halt nur jeweils einen Motor pro Kette und dann hast du nur noch einen Motor für die Funktion. Für hier, hier zum Beispiel diese, diese Schussfunktion. Und ja. Aber ganz putzig. Hier, diesen Color Sorter, Den, so einen will ich auch bauen, allerdings mit ähm, Glasmummel. habe ich mir schon ein paar schon Sack gekauft. Mal gucken, wann ich das in Angriff nehme. Vielleicht noch dieses Jahr. Kann nur sein, dass es das erst nächstes Jahr klappt. Mal gucken. Ansonsten mal schauen. Oh, wir haben es 38 Minuten, was ist da? Denn? Oh, ich hab ich hab Duplemasprog, das erklärt alles. Und es gab noch keine Friends, wo ich eine halbe Stunde zum Beispiel könnte. Das ist, glaube ich, die Erklärung, warum ich so wenig geredet habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir so ein bisschen, dass ich so ein bisschen müde war während der Aufnahme. Es ist einfach, ich hätte es irgendwie heute Nachmittag aufnehmen können, aber irgendwie war immer was dazwischen. Und ja. So denn. Also. Habt eine schöne Zeit. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Und wie immer, haut rein und bis dahin, ciao.